Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Projekt hier auf diesem Kanal. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie ich das jetzt komplett umsetzen werde. Also ursprünglich habe ich es anders geplant, als wie ich es jetzt vermutlich machen werde. Aber dazu komme ich gleich. Ich erzähle euch erstmal im Grunde genommen, welches Projekt das ist und so weiter. Ich meine, das meiste seht ihr ja sogar schon. Und das ist eigentlich schon länger in Planung. Wenn ich mir so die Aufnahme angucke, ist das seit 4 Monaten sogar schon in Planung. Holy shit, wie die Zeit vergeht. Und ja, wie gesagt, Transportfieber. Ich weiß zwar nicht, warum das gerade da so ein bisschen so rumgeleckt hat. Zumindest kam mir das so vor. Und zwar haben wir in Transportfieber eine Custom Map mit dem Tag Scenic sogar. Und zwar ist es die Ostfriesland Map, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gesehen habt. Und es ist kein normales Let's Play, wie ihr es sonst vielleicht kennt oder kanntet von den alten Transportfieber Folgen, egal ob North America and Europe Map oder mit der Frankreich Map. Achso, da war ich noch gerade also ein bisschen am Testen hier, wie das funktioniert und so weiter. Ich glaube, ich mache dann noch einen zweiten Anlauf und dann erst im dritten Anlauf wird das so sein, wie ich es haben will. Wo war ich jetzt? Ah ja, genau, nicht so wie die alten Projektdinger, kein stinknormales, in Anführungszeichen, Let's Play, sondern es ist oder soll schönbar werden. Wie genau ich das jetzt umsetzen kann, weiß ich nicht. Also es ist nicht wirklich so ein, nennen wir es mal Hardcore-Schönbau, in Anführungszeichen, wie man es halt sonst so kennt. Denn es ist ja immer noch ein, wollte ich das eigentlich wegmachen? Fragezeichen, weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich weiß, dass ich bei 21, Dings, da wollte ich das wegmachen. Ich merke schon, es ist eine komplett neue Herausforderung für mich, etwas, im Nachhinein aufzunehmen. Also, hier Dings drüber zu moderieren. Was ganz Neues. Wo war ich jetzt eigentlich? Ich hab wieder komplett vergessen. Ich bin komplett raus. Probieren wir mal wieder zurückzukommen oder was Neues zu finden. Ursprünglich war es geplant für mich, einfach so um zu gucken, wie ich das machen könnte mit Projekt und so weiter. Denn es war ursprünglich mal gedacht, dass Lavan und ich mit verschiedenen anderen Transportfieber-YouTubern, dass wir halt quasi eine eigene Map machen und uns also so eine komplett custom Map in Anführungszeichen mit einer kleinen Anführungszeichen Hintergrundstory und daraus ist jetzt nicht so wirklich was geworden bisher. Fragezeichen, eventuell, keine Ahnung. Ja. Ich habe fast das Gefühl. Ach nee, gar nicht, weil da kommt noch was. Genau. Vielleicht wäre ich einfach mal bei der Map geblieben, wo ich sie schon erwähnt habe. Also, wir haben eine ziemlich viele Städte. Wir haben halt Ostfriesland, so von Oldenburg im Süden, im Norden haben wir halt noch die. Die ganzen ostfriesischen Inseln im Westen haben wir es bis nach Groningen, wenn ich es gerade richtig sehe. Wir haben also ordentlich was zu tun. Scheinbar hat das in der Aufnahme echt ein paar Probleme gegeben. Oder kommt mir das gerade mal so vor? Ich versuche mich halt so ein bisschen so am realistischen Detailgetreu versuche ich so ein bisschen das nachzubauen. Zumindest was jetzt so die Streckenführung betrifft und so ein paar Straßen, so wirklich komplett exakt kann man
halt auch nicht so wirklich machen. Aber halt erstmal das so zumindest grob andeuten, so in gewissen Zügen. Und da ist halt immer noch so der Transport für ja immer noch, ach, wie heißt es, Ephemera wieder der Begriff. Sehe ich das vielleicht hier auf der Store-Page? Da ist halt ja immer noch, finden wir das hier irgendwo in den Text? Da die KI ja immer noch selber, oder die KI ja immer noch die Fähigkeit selber, in Anführungszeichen, die Gebäude aufzubauen, lasse ich das die KI auch machen. Ursprünglich wollte ich das eigentlich anders machen, dass ich quasi selber die Gebäude platziere, aber aufgrund von verschiedenen Problem, sag ich mal, oder Hindernissen mache ich das jetzt nicht. Da hatte ich übrigens auch gerade eben gesehen, da konnte man ja, wie heißt noch, hat man die Möglichkeit gehabt, dass man, da dieser Teil ist beispielsweise, wie ihr auch gerade vielleicht sehen könnt, falls ihr Oldenburg kennt oder die Ecke gerade kennt, ist es halt auch nicht wirklich 1:1. Also ich versuche dann halt zumindest so das anzudeuten, was für mich typisch ist oder was halt von Google Maps halt doch schon prägnant ist, und versuche mich da so ein bisschen ranzuhangeln. An dieser Stelle habe ich auch echt lange gesessen. Ja, also wenn ihr beispielsweise auch Vorschläge habt, da ich wirklich persönlich gar keine Ahnung habe, wie ich genau das Projekt, was heißt gar keine Ahnung, also da ich jetzt bei diesem Projekt, eigentlich soll dieses Projekt, oder für mich ist das Projekt immer noch persönlich gedacht, dass ich halt versuche, mir so ein bisschen was Neues zu überlegen oder was Neues anzueignen. Oder zumindest mal so ein paar neue Ideen zu machen. Jetzt auch meine Speedbit und sowas habe ich halt wirklich fast gar nicht gemacht und so weiter, bisher noch nie. Und da bin ich halt auch komplett offen für Ideen und so weiter, auch allgemein für die Map, für die Ostfriesland-Map. Das wollte ich eigentlich schon relativ früh am Anfang sagen, aber ich werde alle Mods, die ich auf dieser Karte nutze, werde ich in ein, okay, da habe ich jetzt wahrscheinlich gerade sehr lange auf Google Maps geguckt oder so, ich habe keine Ahnung, was gerade passiert. Ich werde das Ganze in eine Steam Collection reinpacken, die Mods, die ich nutze, und werde die halt unter das Video packen, dass ihr dann auch wisst, okay, diese Mods sind drin und so weiter, welche Mods halt vielleicht noch fehlen und so weiter, damit ihr halt auch da einen Überblick habt. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt von Transport für ein Speedbuild-Video oder sonstiges Videos hier raushauen werde. Wenn ich jetzt mal so überlege, dass das Material liegt jetzt mehr als 4 Monate auf meinen Festplatten rum, ist glaube ich eine Stunde 15 oder sowas lang gewesen. Und ich habe halt nur so den Anfang rausgeschnitten, oder die ersten 2 Minuten, glaube ich. Obwohl, ich auch mehr, ich habe keine Ahnung. Und ja, die Bahnhöfe werden halt auch nicht wirklich 1:1 halt sein, das ist natürlich klar. Ich werde aber versuchen, die halt, wie man es halt bei Google Maps sehen kann, halt so ungefähr 3 Bahnsteige, pipapo und so weiter, darzustellen. Oder halt, wenn man halt auch die Möglichkeit hat, etwas in der Hinsicht zu machen, wie, keine Ahnung, wenn man einen ähnlichen Bahnhof hat, dann kann man halt auch den noch nehmen, und so weiter. Also da versuche ich mich halt wirklich relativ detailgetreu, detailgetreu ranzusetzen. Wie genau das gelingt, ist natürlich immer temporär. Kommt natürlich immer wieder drauf an. Auch die Streckenführung ist mit Vorsicht zu genießen, sage ich jetzt einfach mal. Also ist nicht akkurat, 1000% akkurat, ist natürlich klar.
Ich bin mal gespannt, wie das Ganze so sich entwickelt, wie ihr das auch findet. Wie gesagt, Vorschläge und so weiter gerne in die Kommentare. Jederzeit. Ich bin auch mir auch nicht sicher. Vielleicht werde ich das Ganze auch noch irgendwann mal streamen, dann werde ich nochmal gucken. Und da bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut.